Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Derail Valley. Und heute machen wir etwas ganz Besonderes, beziehungsweise wir haben es schon mal gemacht, aber da haben wir es einfach nur so getan, als ob wir fahren einen Express zu. Denn auf Nexus Mods habe ich einen Mod gesehen, der das jetzt endlich ermöglicht, dass wir da Aufträge kriegen. Stehen entsprechend die Wagen da und ja, so einen Auftrag werden wir heute mal machen. Die Lok habe ich hier schon mal hingestellt, unsere dieselhydraulische. Ihr solltet das eigentlich packen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie diese Aufträge aussehen. Da haben wir hier zum Beispiel welches, so ein Schnellzug. Bei einem Schnellzug nach MF via HB und FF. Also beziehungsweise, man hat jetzt auch Schnellzüge mit mehreren Stops hier drin. Entsprechend die Vergütung. Und kriegt man entsprechend einen Bonus, wenn er dann pünktlich ist. Aber nachher welche, die dann auch direkt fahren etc. Im Mod lassen sich die Routen sogar anpassen, wenn man da spezielle Routen haben möchte. So viel mal zu dem. Das, was jetzt ich habe, das ist komplett Vanilla. Ich habe mir einen Auftrag schon ausgesucht und zwar geht der von hier hin nach dahin. Also die Strecke da, das sind wir eh schon ein, zwei Mal gefahren. Aber ich denke mal, das sollte eine nette Strecke sein, um da mal so einen Auftrag mal anzugucken. Die Lizenz kostet übrigens 100.000. Und dann kann man das Ganze hier machen. Also, wir fahren Schnellzug nach GF, 41.000 Bonus bei pünktlicher Ankunft, Südweststadt, Bahnfabrik und Stadt. Theoretisch 77 Minuten. Das werden wir vermutlich nicht brauchen. So lang. Also, haben wir das. Schnellzug, bla bla bla, das können wir schon. Gucken Sie die Folge an im Bahnhof im Gleis CSW B3LP. Das ist wo? 6. Okay, interessante Klingel. Wir fahren heute mal Flixtrain. Okay. Alles klar. So, die Weiche passt. Die Weiche passt nicht. Die Weiche passt. Die passt nicht. Alles klar, dann mal rein in unsere Lok. So. Perfekto. Dann. Los geht's, einmal ankuppeln. Ui, das wird ein Fest. Mal ganz kurz was gucken. Das Gas schon mal weg. Schön sachte da einmal ran. Und ich meinte, ich hätte auf dem Bild auch Anzeiger gesehen am Bahnsteig, die wohl gehen. So, ein bisschen bremsen. Bremsen. So, was stehen wir? Kleines Stückchen noch. Müssen wir nicht gleich mal rumsen hier. Ja. Södele. Gut, einmal raus hier und dann tun wir hier mal ankuppeln. An unseren Flixtrain. So, perfekt. Mach mal auf. Auf und du auch einmal hier ran. Okay. Das soll es gewesen sein. Das weiß ich gar nicht mehr. Die hatten doch, glaube ich, auch eine Handbremse. Werde damit gelöst. Vielleicht die Wagen nochmal kontrollieren. Nummer 797. Oh, haben wir sogar ein paar von denen hier mit dabei. Und der letzte Wagen ist... 251. Das stimmt. Okay. Das ist die Frage, können wir jetzt da einfach mal direkt losfahren? Oder steht da eine Zeit drin?
Ankuppeln. Fahren Sie zu vollen. Entkuppeln, entwerten. Da ist nichts bezüglich. Zeit. Ich gehe mal das davon aus, das wird schon passen, dass wir hier abbauen. Wir haben ja leider keinen Anzeiger hier. Irgendwo weiter unten? Da noch? Nö. Ja gut, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Zugschluss kann ich nicht anmachen, ne? Ah, ja, gut. Ist wie es ist. Alle klar. Also, rein in die Lok. Vorwärtsgang. Bremsen lösen. Dann Licht da hinten brauchen wir nicht mehr. Das einmal so. Und dann tschüss mit unserem Flixtrain. Wie geil. Der erste echte Personenzug in Devil Valley. Mal nur noch heile ankommen. Ah, wie geil es aussieht. Schade, dass es nicht durchgehend ein Flixtrain ist. Ja, machen wir hier mal ein bisschen Piano. Nehmen wir die Außenkamera. So cool. Es ist schon cool. So, da würde ich sagen, gehen wir mal wieder rein. Das machen wir nicht. Jetzt einfach die Challenge nicht zu entgleisen. Da vorne passt, wenn wir nochmal auf die Karte gucken. Oder schön geradeaus. 90, 60. Kriegen wir hin. Oh, mehr Schmackis. Da hinten 50, passt. Welches Gleis müssen wir dann eigentlich? C3LP, okay. Da brauche ich dann eh nochmal das da. C3LP. Das C, warte mal, F. A, B, 3LP. Okay, ganz außen. Ah, seid ein bisschen schnell hier. Aber noch alles dran. 30. Upsale. Das war knapp. Aber es hat nichts ausgeschmissen. Sehr gut. Hier können wir wieder 60 fahren. Jetzt muss ich nochmal schauen. Von Nordosten. SW, SW. Das ist... Gleis ganz rechts. Nordosten. Ah ne, da ist Südwesten.
muss also von Südwesten schauen. Das obere Gleis. Warum ist da zweimal SW? Ich glaube, da bleiben wir mal kurz stehen bleiben. Bin jetzt ein bisschen verwirrt, wie wir das fahren müssen. So. Kurz hier mal wieder Gas geben. Da steige ich jetzt gerade nicht so durch. Warum ist das... Oder weil wir bei C da die zwei Flanken haben. Aber so gesehen, bei der Einfahrtsrichtung von Südwest ist das Gleis ganz links. Mal gucken. Ich hoffe halt auch, der Bahnsteig ist frei und nicht, dass der dann so voll ist wie der da oben gerade. Ja, nach rechts passt. Das schaut auch gut aus. Die kommen spät rein. Ach ja, dieser eine beinahe Unfall, den wir da gehabt haben. Er geht mir nicht aus dem Kopf. Irgendwann gibt es hier mal so eine richtig schöne Explosion hier. Da sehe ich mich. Oh, Geschwindigkeit ist auch top. Ich gehe mal ein bisschen raus. Ja, mal diesen Zug da bewundern. Ah, oh, so cool. Jetzt auch noch irgendwie so ein Schaffner-Modus. Wo du dann irgendwie noch mitfahren kannst, die Leute kontrollieren. Generell mal NPCs hier drin. Aber machen wir das Menü mal rein, dann kann ich mal ein bisschen so fahren. Sagen die Weichen erwürgt, das schaut gut aus. Die erste geht nach links. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt da jetzt auch mittig fahren. Das sieht in Ordnung aus. Mit 50 hier durchrattern. Ah. Oh, dann machen wir das wieder weg. Oh, wie könnte ich noch mal runter? Ach so, ja genau. Hier, aber das passt schon. Aber seit es alt fühlt, hört man Elkhart ein bisschen wenig. Mal schauen, was da bei denen noch als nächstes kommt. Und da vorne die Weiche schaut voll aus. Die kriege ich aber noch nicht. Schmackes geben. Ja, das ist eindeutig falsch. Na komm. Yes, 70 dann. Bitte mehr Schmackes. Sie sind wieder so sinnlos, wenn hier wieder 60 kommt. Naja. Ja, ich weiß noch. Ja, geht es jetzt ein bisschen am Berg hoch. Da wird es jetzt ein bisschen warm.
Und sieht auch gut aus. Sehr gut. Liebe Leute, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder für euch da. So, entschuldigt die Unterbrechung. Schon geht's wieder weiter. Macht die Dampflok da? Habe ich die da geparkt? Ja, muss eigentlich so sein, ne? Ach, stimmt ja. Das war ja mit dieser Doppeltraktionssache. Ah, ja. Soll ich vielleicht aufräumen? Das bereue ich ansonsten später noch. Ja, da vorne passt auch. Und wir dürfen 70 Düsen. Ja, da gibt's Schmackes. Da holen wir jetzt mal alles raus hier. Ja, wobei, da geht's jetzt bergab. Und das Gas eigentlich wegnehmen. Hört sich der Bruder. Bremsen. Bisschen mehr bremsen. Oh, das passt. Ach, wie geil. So, 80. Gas geben. Wobei, was ist das? 90. Wird zumindest der Tacho noch anzeigen. Aber ich glaube 70, 80 ist so das Maximale jetzt für die Lok hier. Wäre schon nur irgendwie cool, wenn da die KI-Züge fahren und wir da zweigleisige Abschnitte haben mit Signal. Das würde ich ja schon ein bisschen abfeiern. Beziehungsweise muss es jetzt irgendwie die Möglichkeit geben, die Karte anzupassen, weil bei Nexus Mods habe ich auch so eine Testkarte gefunden, die jemand passend hat. Könnte man nur vorstellen, dass vielleicht demnächst mal ein Mod auftauchen wird, wo wir eine komplett andere Karte haben. Wenn da mal was Anständiges in der Richtung rauskommt, werde ich mir das definitiv mal ansehen. Aber könnte man auch vorstellen, dass es ein ziemlicher Hässel ist, mit den ganzen Aufträgen dann zum Generieren und so. Aber davon habe ich ein bisschen zu wenig Plan, was den Modden da betrifft. 70. Ja, gehen wir mal ein bisschen weg. Da müsste dann gleich mal die Brücke kommen. Ne, falsch, Weltkarte. Ja, nächste rechts. Ja, Wagen machen auch gut mit. Auch immer ein bisschen zu schnell sind. Sorry mal dafür. Ja. 60. Ja, bleibst du mal ein bisschen. Dann ist vermutlich 50 in die Kurve rein. Ah, die Weiche passt nicht. Ja, 50. Sehen.
wir ziehen zu schnell rein. Aber ich möchte eh ein bisschen auf dem Limit fahren, weil da geht es ja so richtig schön auf dem Berg hoch hier. 70 ziehen wir schon mal ein bisschen an. Maximum schon mag es. Ja, das zieht uns jetzt ein bisschen nach unten. Kühlung, du schaffst es. Nein, wir werden wärmer. Ja, ein No-Look. Ich muss das Ganze in meiner 288 Tonnen, das ist ja gar nichts. Das ist natürlich was für die große Dampflok, ne? Die hat da auch natürlich keine Probleme. Oder die große Diesellok, die steht ja immer noch aus. So, weichentechnisch. Du hast, wir fahren hier mal ganz links. Ob wir da hinten gerade schon hinkommen. Ah ja, das war eine richtige Entscheidung. Ich hoffe, das ist jetzt das richtige 3LP. C3LP. Geil! Dann hätten wir es geschafft. Cool. Bremsen. Hey, möchtest du bremsen? Bitte, danke. Okay. Muss ich sonst noch irgendwie was machen? Na, die Wagen stehen jetzt da, aber sie sind noch nicht komplett drinnen. Ich kann mir vorstellen, dass ich bis da vorne noch vorziehen muss. Das machen wir mal. Wir müssen es bei den Güterwagen, wenn es sich ja sonst gern beschwert, wenn die nicht komplett drin sind. So ein kleines Mühe. Nee. Okay, da ist das Schild, aber das ist super knapp. Das war dann quasi die Entladung und damit ist fertig. Okay, haben sie auch da diese komische Animation da, wie bei den Güterwagen beim Laden. Ja gut. Dann machen wir hier mal dicht. Ah, Luft raus. Und dann war's das. Handbremse immer
anziehen hier. Okay. Dann schauen wir mal, ob das jetzt on time war. Die Bude war da hinten. So, drei. Guck mal. Ich hab da den da für dich. Ja, das ist geil. Plus Zeitbonus. Ja, verstrichene Zeit. 22 Minuten. Ich meine, sieben. Wie langsam musst du fahren, dass du für das 77 Minuten brauchst? Geil. Geld. Cool, cool, cool. Wir hätten dann jetzt hier CSW via FF und MF. FF und MF. FF. MF. Okay, das wäre dann jetzt ein Expresszug, der dann so hier rauffahren würde. Und dann hier wieder runter. Kann man auch machen. 28.000. Mit der Grundzeit 109 Minuten, aber 58k als Bonus. Ja, ich würde sagen, das dauert so 40, 45 Minuten. Maximal. Aber cool, dass wir jetzt da wirklich Personenaufträge haben. Das ist schon cool. Eventuell werde ich dort die Routen noch ein bisschen anpassen. So, aber last but not least werden wir da mal unsere Lok jetzt wieder abstellen. Ist da drin, beziehungsweise ich kann es eigentlich gerade mal hier reinfahren. Für eine Wartung. So, komm her du. Wir machen mal einen Abflug hier. So. Abfahrt. So, mal langsam rollen hier. Könnt ihr eigentlich was Fahrlässiges tun und die Lok mal alleine fahren lassen? So, ich möchte gern da rein. Oder? Ja, ich möchte da rein. Und den da rein. Ja, passt. Und dann kann ich sie da gerade mal warten für die nächste Fahrt. Ist eigentlich was Interessantes rum. Die vielleicht da unten. Die nächste Session. Moin! Da nimmst du mich mit. Dankeschön. Haben wir richtig schön pünktlich geschafft, bevor es dunkel geworden ist. Ohne einen Unfall zu bauen. Nice. Aber ich glaube, ich werde mir vielleicht noch ein paar andere Lackierungen für die Personenwagen suchen. Weil dann haben wir hier noch ein bisschen mehr durchgemischtes. Sieht schon geil aus. Blickstyle ist halt irgendwie ein bisschen dominant hier. Kaufen sich halt auch überall ein hier. Ne? Oh, bremsen. Gut, hätten wir das geschafft. Machen wir hier mal dunkel. So, Handbremse. Passt, Motor aus. Und hier noch aus. Sehr gut. Ja, mach zu. Dankeschön. Wie schauen wir aus? Mich an der Antriebsstrang einmal da runterziehen. Inkompatibel, bereut. 2% nur. Öl ein bisschen, Sand ist voll. Diesel ausgesteckt. Achso, stimmt ja. Okay. Hier rein. Perfekt. Nice. So, da. Was kostet der ganze Spaß?
Wow, fast 5000. Aber trotzdem noch Gewinn gemacht. Haut mir die Hämmer da rein. Cool. Dann ist er wieder bereit für die nächste Fahrt. Ich hoffe, das hat euch gefallen und lasst mich in den Kommentaren mal wissen, was ihr von dem Mod so hält. Aber cool. Ist das jetzt endlich drin, dann muss man nicht selber irgendwie so tun, als ob, sondern man kriegt jetzt auch wirklich Geld. Schön wäre es natürlich, wenn wir hier so Anzeiger hätten. Na, wisst ihr was? Eine Sache machen wir jetzt doch. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zum Hafen und schauen mal, ob die Anzeiger da unten sind. Und ansonsten muss ich mal nachsehen. Ja, bitte bezahlen. Wie man das hinkriegt, dass diese Anzeiger funktionieren. So, wären wir da. Beim Hafen ist das. Ich glaube, hier unten irgendwo. Nee, war das so weiter oben? Ja, da. Auch keine Anzeiger. Schade. Ja, wirklich schade. Gut, dann werde ich da mal ein bisschen recherchieren, wie ich das hinbekomme, dass wir hier so Anzeiger haben. Das wäre natürlich schon ein geiles Feature. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin, wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.